Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir sind immer noch in der Classic-Bereich, haben jetzt hier an der Mine die Aufgabe, das ein bisschen auszurotten. Und hier hinten dran noch verschiedene Quests, wo ich ans Wasser muss. Aber, wo sind sie? Hier, Menschen des Hügellandes gefangen genommen von 0 bis 1. Ich kann jetzt da einen rausschießen, der kommt dann. Kann ich den so gefangen nehmen? Wo ist es? Jetzt. Genau. Jetzt haben wir den gefangen genommen. Jetzt bringen wir den zurück. Sollte eigentlich so funktionieren. Nö. Ah, dann holen wir uns erst 8 Typen. Oder Frauen. Oder. Wer weiß ja, was denn alles so drin ist. So, den nehmen wir auch noch mit. Zack. So, 2. Ja, die lösen sich ein bisschen langsam auf. Das ist ein bisschen doof. Das sollte jetzt der dritte sein im Bunde. Ja, Bondage und Sadomaso für Anfänger. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch noch klar mit. Wie gesagt, so schnell geht eigentlich die Quest nicht, weil das Problem ist da meistens, wenn da mehrere Leute da sind. Klack, 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 klack. Klauen sie sich gegenseitig. Nehmen wir auch noch mit. Warum sind das alles Frauen? Das ist doch eine ganz böse Anspielung. Oh, gut. Ja, passiert. Ah, ein Typ. Ich dachte schon. So, den nehmen wir auch mit. Damit haben wir schon 5. Und Nummer 6. Noch 2. Ich glaube, da können wir auch schon wieder rausgehen, weil da draußen müsste auch schon respawn sind. Wenn nicht, finden wir einen auf der Seite. Na kommt mit, ihr Sklaven. Ich werde euch eine Zuckerminen für Grabelosse. Oh, da ist eine gestorben, stimmt. Da war was. Oh, Wolle. Oh, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Hier draußen sind nur die Frauen. Das ist doch echt nicht normal. Komm. Genau. Und zack, wir haben sie alle 8. Jetzt gehen wir sie abgeben. Weil den Gebambels möchte ich nicht mit mir da rumschleppen. Quest beenden. Wir haben eine Hose bekommen. Zack, ziehen wir auch gleich an. So, dann gehen wir Richtung Wasser. Da sollen wir Murlocs töten. Ich mag doch Murlocs. Ja. Klar, Murlocs sind überall. Murlocs sind nervend, aber man kann auch Murlocs mögen. Genau deswegen. Leider sind es Humanoide, sonst hätte ich schon längst schon Murloc dabei, der mit mir da rumrennt. So, das war 1 von 12. Yippie. Ich glaube, ich weiß ja nochmal, warum ich damals Murlocs nicht leiden konnte. Oh oh. Auwin! Oh oh, Spinny braucht Futter. Spinny kann ich nicht füttern, solange sie im Kampf ist. Ja, würdest du auch nicht füttern wollen, wenn du irgendwo im Kämpfe bist. Kriegst du es auch nicht so hin. Na komm, Spinny, du machst es. Zack, das war's. Und wir haben eine Quest bekommen. Die nehmen wir natürlich gerne an. Aber ich glaube, Schulden... Ja, fehlen mir noch. Oh, nee. Komm, jetzt, wo ist es? Nein, falsches. Nein. Das da war's, genau. Ein bisschen Spinny heilen, nicht, dass man Spinny noch krepiert. So, Spinny, bitteschön. Gute Hunger. So, wo haben wir den nächsten? Da nehmen wir gerade den. Ne, wir sollten von hier weggehen. Weil ihr seht, die kommen auch ganz schnell wieder. Und wenn dann hier der Named wieder kommt, der hat jetzt gerade mal despawned, haben wir gleich das Problem, dass wir den Dicke im Rücken haben. Oder mit im Kampf. Und dann wird das Ganze nochmal eine Ecke schwerer. Das muss ja dann nicht sein. Looten wir die. Oh, wir haben Heiltränke. Die können wir immer mitnehmen. So, komm, da wir so viel von dem Kram haben, schmeißen wir was. Dynamit! Dynamite! Warum rennst du darin? Hey, der Feind ist auf der anderen Seite. Da drüben. Da. Da. Du. Da. Blöde Nuss. Blöde Nuss. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt, wo er tot ist, oder was? Ich bin ein bisschen bedeppert. Da ist er schon mal.
Das ist das, was ich eigentlich vermeiden will. Dass ich jetzt schon wieder mit dem im Kampf bin. Kriegen wir noch ein Tierchen dran. Hier haben wir auch noch Ads als Hinvorkommen. Das wollen wir uns auch noch holen. Aber erstmal haben wir mal hier die ganzen Murlocs kaputt. Klar, der Vorteil ist, er zählt auch noch mit. Oh, Seide. Da ist schon wieder einer. Ah, der ist verpackt. Oder eingesponnen, besser gesagt, gewesen. Ja, okay. So, nächste. Nehmen wir auch noch gleich mit. Noch drei Stück brauchen wir. Ja, zum Glück geht es ja schnell. Die müssten eigentlich so Pet-Droppe. Ich will doch kein Haus. Oh, nein, nein, er hat Spinny getötet. Das finde ich aber jetzt nicht nett. Gehen wir auf die Seite. Holen uns Spinny wieder. Armes Spinny. Böse Murlocs. So, Spinny ist wieder voll geheilt. Komm, der da ist im Wasser, das mag ich nicht so. Komm raus. Und wir sollten es ja gleich dann haben. So, sollte es doch gleich gewesen sein für den? Genau. Nein, noch einer fehlt. Ah. Ja, komm, nimm mir noch den Mund, der Dicke. Der ist Level 25, der steht gerade so schön da. Nimm mir eine Halte mal mit. Wenn er uns schon so anbietet. Spinny geht's noch gut. Da muss ich mal unbedingt was überlegen. Das muss ein bisschen weiter hier runter. Also müssen wir vielleicht Addon installieren. Wie gesagt, wenn ihr das sehen möchtet, wie das funktioniert, ist das kein Thema. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich mache euch dann ein Video dazu. Also das ist alles gar kein Thema. Gar keines. So, hier müssen wir die Vorräte suchen. Da sind sie. Da sieht man schon den weißen Schimmer außenrum oder gelben, je nachdem, was ihr für eine Farbe gewählt habt. Oder Schrägstrich. Ist das hier eine? Die möchte ich haben. Kriege ich den von da? So schön. Ich glaube, hier räume ich erstmal frei. Und ich werde es zu kritisch. Also den möchte ich haben. Die troppen halt immer gut und geben halt immer gut XP. Wie gesagt, hätte ich jetzt volles Gear, den Drang und alles, ist bestimmt ein ganzes Level drin. Oder wenn nicht noch mehr, wenn ich so einen töte. Klar, später noch wird es halt dann immer schwerer und mehr, wo ich brauche an XP. Aber im Moment geht's. Wir haben ja jetzt schon fast wieder ein Level komplett voll. Das heißt, die Queste abgeben. Und zack. Ja, jetzt habe ich genug da. Gut, Streuschuss rein. Noch ein paar Tiere dazu setze. Das war Nummer 1. So, also ich merke jetzt so langsam, Schnupfen bahnt sich bei mir an. Also nicht böse sind, wenn ich ein bisschen seltsam klinge. Okay, ich klinge immer seltsam, aber ist egal. Das ist ja nichts Neues. Uah, komm, stirb. So, der letzte. Dann schnell hingehen, looten. Dann holen wir uns das eine Fass hier neben. Da brauchen wir 6 Stück. Müssen wir noch von Lager zu Lager, ne? Na komm, stirb. Jo, wir haben was bekommen. Was haben wir gekriegt? Rücke. Rücke ist aber doof, weil Rücke haben wir schon. Der wächst ja mit uns. Der ist wesentlich besser. So, einmal Vorräte. Jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten sind noch 3 Fässer. Das ist gut. Dann schlachten wir uns mal in die Richtung durch. Oh, oh, Spinny geht's schon wieder nicht gut. Armes Spinny. Komm, halb durch, dann kriegst du auch was zu fressen gleich. So, komm. Wie? Nein, der nächste schon im Kampf drin, oder was? Heidenei, heidenei. So, werfen wir gleich mal. Ah, der Verkleidete. Den treffen wir auch noch mal öfters. Der hat sich als Murloc verkleidet, um sie zu studieren. Ich bin geehrt. Das ist halt sehr witzig. Der taucht noch ein paar Mal auf. So, wir wollten Spinny füttern. Spinny, bitteschön. Gute Hunger. So, dann nochmal Heilung draufklatsche, dass Spinny gleich voll ist. Weil Spinny hat ja auch schon 2587 Lebe. Also, geht richtig gut. Ja, noch die anderen 2. Okay, da sind jetzt wieder mehrere dabei. Das ist aber nicht schlimm. Das schafft die trotzdem. Die ist nämlich eine große Spinny.
Da hauen wir noch eine Heilung auf Spinny drauf. Da sagen wir ein bisschen, geben wir ein bisschen mehr Power drauf. Zack, was war denn das nochmal? Heilt euch. Okay, das, ich will mich ja nicht heilen. Ah, da ist noch eine eingesponnen. Dann machen wir den, befreien wir den mal ganz großzügig. Okay, die beiden sollten das schaffen. In der Zeit kann ich den Kram hier einsammeln. Das machen Jäger auch immer gern. Das Tier drauf schicke, das Dode mit beschäftige. Können auch mal die Muscheln öffnen. Gäbe es nämlich. Oh, Perle. Auch Handwerksmaterial wollte ich sagen und Fleisch zum Kochen. Also praktisch Win-Win-Situation, also immer schön mal reingucken. Perlen sind nicht immer drin, also brauchen wir schon ein bisschen Glück. Früher waren die ganz selten drin. Und die Schneidere, ich glaube Schneidere, hat man das mehr gebraucht. Es gibt auch jetzt Add-on. Ja, also damals gab es das Add-on. Wenn man über Handwerkswaren mit der Maus drüber ist, hat man dann immer schön gesehen, ah, das ist für das, das ist für das, das ist für deine Beruf, das ist für jene Beruf. Und dann konnte man sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Ingenieur, ich brauche die Perle nicht, als Beispiel. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. So, außer wenn ich kenne ich das nicht mehr. Und wie gesagt, früher war das ja nur Level 60er Zeit, wo ich das mal angefangen hatte mit Ingenieur. Aber dann auch nur kurz zur Zeit aufgehört habe, weil hatte kein Interesse mehr dran. Okay, die große Spinne macht ein bisschen Blödsinn. Oh, meine Tasche ist voll. Können wir irgendwas wegtun, was blöd ist? Das da brauche ich noch. Wir haben so nichts. Wir können das aufmachen. Vielleicht haben wir ja. So, gleich mal die Fässer mitnehmen. So, das war's. Den kleinen noch loote. Und den Murloc noch erschlagen, bevor er nochmal respawnt. Einen Platz haben wir noch frei, das ist gut. Jo, Wolle, Wolle ist in der Klasse. So, jetzt aber nichts wie weg. So, aufsitze und vom Hof reite. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Jäger sind immer gerne hingegangen, haben das Pet draufgeschickt, haben dann den Mob damit beschäftigt, sag ich mal. Den Mob beschäftigt, dass man dann selbst die Ruhe hatte. Na komm, wir bekämpfen die, weil die rennen nämlich unser ganzes Stück nach. Und das muss dann nicht sein. Ich sollte mich so stellen, dass der andere dann auch noch gleich kommt. Das muss nämlich auch nicht sein. Ja, und da haben wir ihn auch schon. Und da hinten haben wir noch einen. Also jetzt wird es interessant. Dynamite for the win. Ich glaube, das bringt schon so gar nichts mehr, das Dynamit. Also das können wir dann nur noch zum Leveln von Alchemie benutzen. Wenn du mich anschießt, ist mir's egal, aber lass erstmal Spinny in Ruhe. Spinny braucht nämlich ein bisschen Heilung. Komm, noch eine und dann kann Spinny da drauf gehen. Normal weiterschieße, gib ihm. Weil ich kann mir nämlich einen Heiltrank reinföhne. Was jetzt eigentlich total unnötig war, weil es ist jetzt keine große Bedrohung, der Murloc dahin. So, noch schnell looten. So. Komm, ich nehme den weg. Da komme ich besser durch. Wir wollten dann noch zu dem Zinnerz da oben. Wie klar, ich hätte jetzt auch durchreiten können und sagen können, ja, ich reite jetzt so lange weiter, bis der sich resettet und wieder zurückrennt. Ist aber nervend. Mache ich nicht gern. Klar, bei manchen Situationen ist es toll, da ist es super, da kann man das auch gerne machen. Aber bei vielen Sachen ist es halt dappig. Ich bin von den Verlassen. So, einmal Quest abgeben. Na, komm her. Zweimal. Und Level up. Weiter Quest abgeben. Zack. Wir haben Schultern bekommen. Schultern haben wir noch gar nichts. Jetzt haben wir auch Schultern an. Also ihr seht, hier Schultern. Das Set passt ein bisschen zusammen, weil durch die ganze Reihe sieht man schön, dass das alles so ein bisschen Zusammenhalt kriegt. So, was haben wir noch gekriegt? Wir haben was Neues bekommen. Was haben wir denn gekriegt? Aspekt der Wildnis. So rum. Gewährt euch einen Begleiter alle eine Sekunde Fokus und erhöht
Die kritische Trefferchance aller Angriffe für 10 Sekunden lang um 10%. Jo. Hält genau 2 Minuten an. Also für 8 Sekunden. Früher war das eine Aura. Die hat man dann einmal gedrückt. Und die hielt dann immer. Also die hat sich dann nicht verändert. Die ist nicht weggegangen. Außer man ist gestorben. Das ist, glaube ich, schon so ein Reset von allem, wenn wir ehrlich sind. So, kommen wir hier hoch. Also wenn man tot ist, ist es wirklich ein Reset von allem. Also, ne, ich komme hier nicht hoch. Ist doch Katastrophe. Da oben ist was, was ich haben möchte und ich komme nicht hin. Komme ich hier noch hoch? Da ist es. Da ist es. Das nehmen wir natürlich mit. Und wir dann 986 XP bekommen. Richtig geil. So, wir müssen jetzt hier rüber und da hoch. Das heißt, wir nehmen unser Raptor und rennen mal von dann. Wir müssen unsere Händler suchen so langsam, weil viel Tascheplatz haben wir nicht mehr. Müssen wir auch wieder unsere Berufe wieder ein bisschen weiter skillen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, oder besser gesagt, ich habe immer noch nicht die Archäologe geholt. Und fürs Angeln, komm, hier versuchen wir mal wegzurennen. Das funktioniert nicht immer, also es, wenn man schnell ist, geht es. Wenn so wie jetzt, ist es halt immer ein bisschen doof. Erste Hilfe fehlt mir auch noch. Obwohl ich sagen muss, Erste Hilfe, man kann es mitnehmen. Halt, hier war eine Quest. Ja, jetzt habe ich doch den Bär. Aber einen anderen Bär. Einen anderen Bär. So, dann gucken wir mal da drüben. So, das war hier drüben die Quest. Das sieht ganz stark danach aus, dass das in der Höhle sein soll. Also rennen wir mal durch die Höhle. Weil graue Sache heißt immer im Gebäude. Wenn man jetzt hier den kleinen, das kleine Dreieck sieht, heißt es, sie ist tiefer. Oder die, der das Questgeber, befindet sich tiefer. So, dann gehen wir mal hier rein. Man kann oben in der Mine und unten in die Mine rein. Die Spinnen sind uns bis jetzt alle freundlich gesinnt. Achso. Genau, du sagst es. Tauschen wir mal unser Pet aus. Dann baut sie wieder. So, ist auch noch gut. Nur die Kokors sind böse. Gehen wir hier rum. Weil irgendwo muss hier der Questgeber sein. Was haben wir hier unten? Noch eine Spinne, die besitzen wir schon. Und da sehen wir schon den Questgeber. So, dann springen wir hier runter und da drüben steht er schon. Ist doch gut. Nehmen wir die Quest an. Was verlangt er von uns? Lasst uns ein paar Menschen für den Hauptmann zusammenbinden. Okay. Na, komm mal her. So, was möchtest du denn haben? Wie kommen wir denn in Sicherheit? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, den in Sicherheit zu kriegen. Komm mit. Hier kommen wir ja ohne Probleme durch. Ah, die befreien sich jetzt automatisch. Okay, dann kriegen wir es nicht hin, einfach so durch. Aber ist egal. Wir haben ja nichts drauf, außer Zauberlach. Spinny macht das schon. Spinny regelt das. Spinny macht das. Zack, der nächste. Ja, da ist noch eine. Die können wir gleich mitnehmen. Das sieht nämlich ein bisschen doof aus. Hat doofe Ohren, deswegen muss er sterben. Stirb. So, der kann nicht kochen, deswegen muss der sterben. Und doofe Ohren hat er auch. Also. Geh kaputt. So, und das sollte eigentlich so ziemlich die letzte sein. Komisch, alle Typen sind oberkörperfrei, bloß die Frauen sind komplett angezogen. Seltsam. Naja, ich find's sehr seltsam. So, kommen wir hier raus, ohne dass uns jemand angreift. Sieht so aus. Und wir haben es geschafft. Yay! Yeah! Der Azurschacht.
So, dann können wir die Quest da abgeben. Seid ihr? Noch ein bisschen XP abgrusche. Und wir können von dann reiten. So, jetzt sehen wir, hier haben wir noch Quest, hier haben wir Quest, aber wir müssen jetzt erstmal zum Bauernhof. Das werden wir auch jetzt mal schnell machen. Auf zum Bauernhof! Ah ne, das ist ein falscher Charakter. Gehen wir weiter. So. Nein, nein, geh weg! Schmackt's nicht! Weg, 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 weg! Klar, ich könnte mich jetzt mit jedem hier anlegen, wo mich da angreift oder nachrennt und normalerweise mache ich das auch gern. Aber es ist einfach nur unnötig teilweise. Wenn ich nicht unbedingt töten muss, will ich es auch nicht wirklich. Klar, man kann auch vieles farmen, wenn man Essen braucht oder kochen lernen will oder. Bärschlöwe. So, wir müssen jetzt hier rein. Let me in. Also früher war hier alles offen. Da war noch nichts mit schöner Mauer und so und Befestigungen und. Hier war alles offen. Alles frei. Oh, das ist doch... So, wir müssen jetzt hier rüber. Okay, das wird hier noch ganz schön lustig. Also war das auch immer so, dass... Hier Queste. Viel Spaß. Also wenn man PvP-Server hat oder selbst sich auf einen PvP-Server verzogen hat, muss man halt immer damit rechnen, dass man überall eins aufs Maul kriegt. Jo, hier gibt's Ärger, ist klar. Schauen wir mal. Machen wir mal einen kurzen Rundflug, dass wir uns hier alles angucken können. Also hier überall gibt es ein bisschen Probleme. Dann sagt er uns noch gleich, was wir zu tun haben, was nicht. Oder Hund oder na. Jetzt aber erstmal Kaffee. Komm runter von da. Lecker schmecker Kaffee, P. Und bist du auch Kaffee-Chunky? Kaffee ist was Feines. Klar, es gibt auch viele Leute, die trinken keinen Kaffee. Da gibt es aber leckere Tees. Es gibt sehr viele leckere Tees. Was ist denn dein Lieblingstee eigentlich so? Schreibt mal unten in die Kommentare, das würde mich wohl interessieren. Weil meiner ist so Ingwer-Vanille, Ingwer-Zitrone trinke ich gern, Pfefferminz natürlich und da gab es mal so einen Zimt-Weihnachtstee, den ich sehr gern getrunken habe. Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Naja, ist ja nicht schlimm, man wird alt, man vergisst so vieles. Darf auch mir passieren. Made? Made ist fangbar. Made holen wir uns. Ist grau. Grau wollen wir nicht. Aber wir können damit hier unser Pets leveln mit dem Kampf. Also machen wir das. Es sind Wildtiere. Da hätte ich jetzt was anderes gebraucht gegen Wildtiere. Ich glaube, Wildtiere ist mechanisch am besten. Ja, mechanisch müsste das Beste sein. Aber ich habe keine mechanischen dabei. Das andere ist elementar, andere ist untot. Nö, keine mechanischen dabei. So, dann machen wir noch den Wechsel. Dann kommt unser Pool noch dran. Den lasse ich diesmal nicht explodieren. Da gibt es nämlich keine Punkte dafür. Explodieren ist doof. Ach, guck mal, die Made ist jetzt auch untot. So, dann machen wir nochmal den Wechsel auf unser Flämmchen. Lamm an! Ah, ne, ist der falsche. Mist. Komm, jetzt verbrennen sie. Zack. Jetzt sollte jeder XP bekommen. Ja, 25. Klar, die sind alle Level 6 und meine sind Level 9. Was jetzt? Versuchen wir es nochmal. Hier hängt nämlich noch eine dran. Die ist auch eine. Oh, die eine, das eine ist grün. Aber die habe ich schon. Doof. Komm, Ghost Bauzi. Frostwolf Geisterwelpe. Noch länger hätten wir den Namen nicht machen können. Autschen. Gut, ich muss ihn jetzt wechseln, sonst ist er. Ja, puh. Gleich kaputt. Das wollen wir ja nicht. Na komm, Ghoul. Gib dein Bestes.
Zack. Sollte es jetzt gleich gewesen sein. Ich will die Schrittfange. Ich bin jetzt schon Level 7. Und der andere ist... Was? Das Eichhörnchen habe ich schon. Das ist auch Level 7. Da mache ich jetzt den Wechsel, weil gegen Untoter, also ist der nämlich sehr effektiv. Ja, und gegen ihn mache ich nicht so wirklich viel Schaden, aber ich bin im Level so hoch, dass es uninteressant ist. Und den einfach so platt mache. Aber also grünes Eichhörnchen, wie gesagt, grün. Wenn ich nicht schon hätte, würde ich eine mitnehmen. Blau ist natürlich immer zum Mitnehmen geeignet. Die kann man sehr gut verkaufen. Schrägstrich, sehr gut mit den Leveln. Weil die sind halt so vom Wert her ein bisschen besser. Also sind die besten praktisch. So, wir wollen noch unsere Haustieren, da. Alle wieder geheilt. So, haben wir hier irgendwo noch ein Tier, wo wir besuchen könnten? Nein? Aber wir wollen einen Händler haben. Hier haben wir einen Händler. Weil wir wollen ja mal unser ganzen Mist verkaufen, dass wir ein bisschen mehr Platz in der Tasche haben. Klar, Mist ist wirklich nur das, wo überall auch dann ein Punkt dran ist. Der Rest können wir theoretisch benutzen, um uns jetzt erstmal Lagerfeuer zu basteln. Zack. Dann können wir kochen. Wir sehen, wir haben aber keine Materialien. Wir brauchen hierfür Wasser. Das kann ich auch mal zeigen. Das kriegt man bei jedem Händler. Kriegt man für 22 Kupfer, kriegt man sogar 5 Wasser. Die Lebenden. Was richtig gut ist. Können wir wieder anfangen zu kochen. Jetzt können wir 8 mal kochen benutzen. Damit du mal unser Kochskill auch wieder ein bisschen aufwerte. Haben dann auch besseres Essen in dem Sinn. Können das andere dann eigentlich theoretisch verkaufen. Um Platz für die Taschen zu machen. Wir können gucken, was können wir noch so kochen. Das geht nicht, das geht nicht, das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Sonst haben wir nichts. Das bedeutet, wir könnten jetzt das Fleisch aufheben, wo ich hier habe. Oder ich sage, ich verkaufe das jetzt, genauso wie die Spieße hier. Das da kann ich auch verkaufen. Dann machen wir das hier hin. Machen das Essen. Wo ist es? Ja, erstmal hier hin. Das ist vielleicht besser. Das Wasser können wir verkaufen. Der Fisch hauen wir weg. Das hauen wir weg. Das heben wir auf. Das heben wir noch alles auf. Das Dynamit können wir mal wegtun. Das bringt uns ja nichts mehr vom Level her. Genauso wie das da. Kann alles weg. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Futter, das können wir noch verkaufen, das bringt uns nicht viel. Den Burger verkaufen wir noch, da können wir das Essen ein bisschen zusammenschieben. Der Käse kann auch weg, dann können wir hier schon mal unser Material hier reinbasteln. Somit ein bisschen mehr Platz. Ah, hier seht ihr, es gibt nur 200er Stacks von Leinenstoff. Den können wir dann irgendwann im AHA verhögern. Der bringt dann noch ein bisschen was an Geld, weil, wie gesagt, das sind Sachen, die man immer gebraucht. Oder man schickt es halt seinem anderen Charakter, wo man das Level möchte. Beim Händler noch wichtig, einmal die Waren. Wir können das filtern in Jäger mit verschiedenen Aspekten, was wir haben, also Klasse, wo wir gewählt haben. Und wir können hier die Spezialisierung wählen. Was auch noch schön ist, solltet ihr mal aus Versehen was verkauft haben. Weil er sagt, oh scheiße, das brauche ich aber noch, weil... Könnt ihr das zurückkaufen. Das seht ihr dann hier. Da kommen dann auch hier wieder die Pfeile später raus, wo ihr dann wechseln könnt von vor zurück. Rechts und links. Und könnt dann die ganze Sache wieder zurückkaufen. Also ist es meistens nicht so schlimm. Wenn es natürlich ganz dumm läuft, du hast verkauft, bist ausgelockt, lockst wieder ein, ist natürlich alles weg. Weil der Cash wird gelöscht. Das ist dann dumm. Kann aber kein Mensch was dazu, also auch nicht... dann sich ärgern, das war dann eigenes Pech oder Doofheit, wie man es nennt. Da hilft auch kein Kraut. Da könnt ihr gerne versuchen, den Game Master anzuschreiben, also der GM. Der hilft dann auch meistens, wenn ihr es dem dann richtig erklärt, wenn ihr auch dann freundlich zu denen seid. Also Tipp von mir, seid zu den GMs immer freundlich, weil die können euch viel helfen und die können auch sehr viel machen. Klar, wenn ihr hingeht, wird bei euch nicht anders sein, wenn ich zu euch komme oder zu dir komme und sage, ey Socke, mach mal hinne, ich will haben, ich bezahle dir dafür. Dass du nicht sehr begeistert bist, das zu tun, glaubst du wohl selbst, oder? Also, seid freundlich zu denen, die machen einen guten Job. Der ist nicht immer einfach und man muss sich mit vielen Leuten rumschlagen. Es gibt auch viele Leute, die keine so gute Kinderstube haben wie wir. Also in diesem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen.
Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und falls du noch nicht abonniert hast, bitte betätige den Abonnier-Button. Die Glocke hilft dir auch, kein Video von mir zu verpassen. Schreib mir was unten in die Kommentare, wenn dir was stört oder was wissen willst. Oder wenn ich irgendwas Spezielles mal machen soll. In diesem Sinne, Daumen nach oben nicht vergesse. Dann sage ich schon mal Tschüss.